Ich möchte Sie mit diesem Video über das aufklären, was Sie wissen sollten über Kopfläuse. Es kursieren eine Menge von Aussagen und Mythen über die Kopfläuse. Das, was ich Ihnen sage, entspricht dem derzeitigen Stand des Wissens. Kopfläuse sind Parasiten, die es schon so lange gibt, wie es Menschen gibt. Kopfläuse betreffen tatsächlich auch nur uns Menschen, und zwar unsere Köpfe. Sie leben nur dort. Sie werden nicht über Tiere übertragen, sondern von Mensch zu Mensch. Kopfläuse können da existieren, wo Haare sind, an denen sie sich festhalten können und an denen sie ihre Eier ablegen können. Dazu nachher noch mehr. Kopfläuse sind für alle Menschen von allen und aus allen sozialen Schichten ein Thema. Den Kopfläusen ist es völlig wurscht, auf welchen Köpfen sie sind. Hauptsache ist, sie bekommen Nahrung und das ist Blut. Und dieses Blut müssen sie mehrmals am Tag holen. Deshalb saugen sie mehrmals am Tag an unserem Kopf, wenn sie bei uns sind. Sie übertragen keine Krankheiten. Zumindest bei uns und in der heutigen Zeit. Das war früher anders und das ist auch in anderen, in südlichen, in ärmeren Regionen der Welt durchaus noch so, dass sie unangenehme Krankheiten übertragen. Aber bei uns eben nicht. Das ist das Gute. Ja. Sie betreffen vor allem Kinder in der Kindergartenzeit und in der Schulzeit. So etwa zwischen 4 und 13 Jahren müssen Sie damit rechnen, dass auch Ihr Kind mindestens einmal, meistens mehrmals, Kopfläuse mit nach Hause bringt. Kopfläuse können nicht fliegen. Sie können nicht springen. Sie können nur krabbeln. Relativ schnell, ungefähr 23 cm pro Minute. Kopfläuse haben ein relativ kurzes Leben. Sie leben 3 Wochen lang etwa. Ein Kopflausweibchen legt etwa 5 Eier am Tag. Und aus diesem Ei entwickelt sich nach etwa 7 bis 10 Tagen eine Larve, eine Kopflauslarve. Und die wiederum ist nach durchschnittlich 9 Tagen geschlechtsreif, damit erwachsen und kann wieder neue Eier legen. Kopflausepidemien treten gehäuft im Herbst auf. Warum das so ist, da gibt es mehrere Überlegungen. Vielleicht sind die Sommerferien der Grund, dass man eben aus entsprechenden Regionen sich solche Läuse mitbringt und es dann im Herbst gehäuft vorkommt. Es hat aber möglicherweise auch einfach mit dem Lebenszyklus, dem jahreszeitenabhängigen Zyklus von Kopfläusen zu tun. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, betreffen mich die Kopfläuse das ganze Jahr über. Mehr, wie gesagt, im Herbst und in den ersten Winterwochen. Ich habe hier ein Foto aus einer Broschüre über die Kopfläuse von InfectoPharm, wo ich die Erlaubnis habe, sie hier zu veröffentlichen. Man kann da in etwa sehen, wie Kopfläuse ausschauen. Die erwachsene Kopflaus ist ca. 3 mm groß. Sie ist, je älter sie ist, je dunkler. Die kleine Kopflaus, die Larve, ist kaum zu erkennen, nur wenige Millimeter. Sie ist hell und das muss man wissen, wenn man diese Viecher auf dem Kopf sucht. Ganz besonders wichtig ist, dass man über die Eier dieser Laus Bescheid weiß. Die Laus legt diese Eier nämlich an den Haaransatz, ganz in die Nähe von, also direkt an der Kopfhaut, denn wenn die Larve dann schlüpft, dann hat die erstmal Hunger und dann ist der Weg zur Nahrungsquelle, nämlich zur Haut, eben ganz kurz. Dieses Ei, das wird mit einem speziellen Kit so fest an das Haar festgeklebt, dass man es nicht abstreifen kann. Es sieht aus wie eine Haarschuppe. Die Haarschuppe allerdings, die lässt sich leicht lösen und ein Ei nicht. Diese Eihülle nennt man Nisse. Sie ist, solange eine Larve drin ist, dunkel. Und wenn sie dann leer ist, ist sie hell und sie ist dann manchmal auch viele Zentimeter weg vom Haar zu sehen und zu erkennen, nämlich dann, wenn dieses Ei Wochen und Monate zuvor abgelegt wurde.
Man glaubt, dass Kopfläuse immer Juckreiz verursachen. Das ist leider nicht so. Nur etwa 20% aller betroffenen Kinder haben einen Juckreiz und kratzen sich entsprechend. Das ist dann oft der Grund, dass man genauer nachguckt. Aber die Realität sieht so aus, dass man es eher zufällig entdeckt, nämlich durch ein entsprechendes Untersuchen.